Bär, dir schreibt Nora. Du hast dieses Jahr Kunst von mir gekauft und dafür möchte ich mich herzlich bei dir bedanken. Damit hast du mich auf meinem Weg als Künstlerin unterstützt. Ich wünsche dir besinnliche Weihnachten im Kreis deiner Liebsten und natürlich auch einen guten Rutsch. Mögen deine Träume für das nächste Jahr in Erfüllung gehen. Bleib gesund und weihnachtliche Grüße aus Leipzig. Johanna, Michelle, Eileen, Andrea, Andreas, Anja, Mike, Friederike, Paul, Heike, Monika, Nadja, Michael, Andreas, Familie Schönfeld, Nora, Aisin, Julia. Ich könnte ewig so weitermachen, jeden einzelnen Namen vorlesen, denn ich bin dankbar für jeden einzelnen, der dieses Jahr meine Kunst gekauft und damit unterstützt hat. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. 2020, oh mein Gott, was für ein verrücktes Jahr. Vielleicht das denkbar schlechteste Jahr, um sich als Künstler selbstständig zu machen. Aber vielleicht auch das Beste. Auf jeden Fall habe ich Anfang des Jahres entschlossen, und das war noch vor Corona, dass ich mich mit meiner Kunst selbstständig mache. Und oh Mann, 2020 war ein verrücktes Jahr, ein trauriges Jahr, ein extrem hartes Jahr. Aber vor allem war es ein inspirierendes Jahr und für mich vor allem eine Chance. Und bevor ich dir gleich erzähle, ob es die richtige Entscheidung war, würde ich sagen, gehen wir nochmal an den Anfang von 2020. Eigentlich müssen wir doch nochmal kurz in das Jahr 2019 gehen. Denn in 2019 hatte ich den Samen gepflanzt, diesen Wunsch, mich als Künstlerin selbstständig zu machen. Ich bin Anfang 2019 nach Leipzig gezogen, nachdem ich über 5 Jahre in Peru gelebt habe. Und in Peru habe ich als Reiseautorin gearbeitet, als Reisebloggerin, und damit habe ich mein Geld verdient. Ich hatte dieses ortsunabhängige, digitale Nomadenleben, welches mir viele Freiheiten gegeben hat, eben auch mich mehr meiner Kunst zu widmen. Ich habe schon damals in Peru angefangen, wieder zu malen. Und als ich dann nach Leipzig gezogen bin, hatte ich hier auch mein Wohnatelier und habe mehr denn je gemalt. 2019 habe ich dann auch schon meinen Online-Shop eröffnet und die ersten Kunstdrucke verkauft. Und vielleicht kennst du das, wenn du einmal begonnen hast, etwas zu tun, was du wirklich aus Herzen liebst, dann gibt es kein Zurück mehr. Ende 2019 wusste ich ganz genau, dass ich 2020 mich als Künstlerin selbstständig machen möchte. Und mit dieser Intention bin ich dann auch in das neue Jahr gestartet. 2020 hätte auch gar nicht besser beginnen können für mich. Ich hatte mir ein Business aufgebaut, ein Online-Business, welches gut funktionierte und mir dadurch viele Möglichkeiten und Freiheiten gegeben hat, mich meiner Kunst zu widmen. Außerdem hatte ich eine große Peru-Leserschaft, Menschen, die mich über die letzten Jahre als Reiseautorin verfolgt haben und die dann auch erfahren haben, dass ich als Künstlerin tätig bin. Und die das mit unterstützt haben. Ja, also ich hatte von Anfang an Menschen, die sich für meine Kunst interessiert haben. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Glück, wofür ich auch sehr dankbar bin. Im Februar 2020 hatte ich dann den ersten großen Auftrag, wo ich super aufgeregt war vorher. Ich habe für das Superfoods Café in Leipzig ein großes Leinwandbild gemalt.
und da habe ich die Essenz der Superfoods in einem Kunstwerk festgehalten. Und indem ich an einem Projekt gearbeitet habe, das Ganze gefilmt und veröffentlicht habe, hat sich dann immer wieder etwas Neues für mich ergeben. Dann wurde der Musikproduzent Paul Marx auf mich aufmerksam, der eine Künstlerin suchte, mit der er ein Musikvideoprojekt umsetzen konnte. In seinem Tonstudio habe ich dann Anfang März das Leinwandbild Create gemalt und der komplette Entstehungsprozess wurde gefilmt. Du kannst das Musikvideo auch bei YouTube sehen, einfach Ideen für 100 Leben suchen. Und just in dieser Zeit, als ich an dem Leinwandbild Create gearbeitet habe, kam Corona in unser Leben. Es war eine Zeit, die unglaublich viele Fragen aufgeworfen hat, die für Ungewissheit gesorgt hat, und ich werde nie vergessen, wie ich mit Paul Marx über meine Kunst und die Idee, mich selbstständig zu machen, gesprochen habe. Und Paul sagte zu mir: Nora, wenn du wirklich von deiner Kunst leben möchtest, wenn du jetzt in genau diesem Moment die Entscheidung triffst, das zu tun, dann wirst du es schaffen. Einfach weil du alles dafür geben wirst, von deiner Kunst zu leben. Und er meinte auch: Nora, du bist gut in dem, was du tust, also tu es. Und an die Worte von Paul erinnere ich mich bis heute. Sie geben mir Kraft, denn 2020 war wirklich kein leichtes Jahr. Es war wirklich ein Jahr voller Herausforderungen und voller Ungewissheit und vieler Zweifel. Aber Corona hin oder her, ich habe das ganze Jahr wirklich alles dafür getan, um voranzukommen, ja? Um Kunst zu machen, nach draußen zu gehen, Kunst zu verkaufen, an Projekten zu arbeiten. Ich habe wirklich gar nicht stillgestanden, was auch nicht immer gut war, denn es war wirklich echt, das ging wirklich an die Kräfte. Aber es sollte alles so sein. Nachdem ich an Create gearbeitet hatte, ging es dann weiter mit einem weiteren Auftragswerk für eine Privatperson hier in Leipzig. Da hatte ich dann auch fast einen Monat dran gearbeitet. Auch hier habe ich wieder unglaublich viel gelernt über den eigenen Preis kommunizieren, über mich hineinzuversetzen in die Vision, in die Ideen einer anderen Person, das Ganze umzusetzen. Und Riesen-Learning, wow. Dann im Sommer kam wahrscheinlich mein Highlight in 2020. Das war die Arbeit an dem Pflanzenkosmos. Ein Leinwandbild, welches ich im Erzgebirge in einer Waldhütte gemalt habe. Und auch hier habe ich den kompletten Entstehungsprozess gefilmt und mit euch geteilt bei Instagram und später bei YouTube. Und die Erfahrung, in der Natur zu malen, war wirklich einmalig. Ich war so intakt mit der Natur, so verbunden mit allem, was mich umgeben hat, dass das wirklich einen großen Einfluss auf das Kunstwerk hatte, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Und wir sind dann im Oktober auch mit dem Auto nach Frankreich gefahren, um den Besitzern das Leinwandbild zu überreichen. Ja, also wir wollten eigentlich fliegen, das ging leider nicht. Und mit der Post konnte ich das Bild auch nicht senden, also haben wir uns ins Auto gesetzt und sind die ganze Strecke von Leipzig bis nach Bordeaux gefahren. Im August habe ich dann den ganzen Monat an dem Relaunch meiner Internetseite gearbeitet, habe da sehr viel Liebe und Detail reingesteckt und habe die Seite dann im September veröffentlicht und ja, verkaufe jetzt meine Kunstdrucke, meine Kunst über meinen eigenen Online-Shop. Nachdem ich im Frühling und im Sommer beschäftigt war mit den Aufträgen und mit den Projekten, hatte ich dann im Herbst das erste wirkliche Tief. Da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass Corona eine Sache ist, die uns noch lange verfolgen wird, die einfach noch nicht zu Ende ist und wo auch langfristig weiterhin mein Reiseblog-Business drunter leiden wird. Und da ist mir bewusst geworden,
wie wichtig es auch gerade ist, dass ich Künstlerin bin, dass ich mich auch dafür entschieden habe, mich als Künstlerin selbstständig zu machen. Denn immerhin ist das jetzt auch meine Chance. Ich bin glücklich und dankbar, dass ich die Kunst habe und damit eine Möglichkeit habe, Geld zu verdienen. Denn hätte ich mich zu 100% nur dem Reisebloggen entschieden, dann wäre es jetzt für mich sehr schwer. Und ich bin glücklich, dass ich dieses Jahr schon so viele Projekte hatte und dass die mich auch über Wasser gehalten haben. Und trotzdem mache ich mir natürlich viele Gedanken, wie kann ich weiterhin meine Kunst verkaufen, wie kann ich mehr Reichweite gewinnen. Und wie du siehst, 2020 ist ein Jahr, in dem man sich Gedanken macht, in dem man Dinge hinterfragt und dadurch auch zu neuen Lösungen kommt und zu neuen Ideen. Und das ist das, was ich auch dir mitgeben möchte, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich als Künstlerin oder als Künstler selbstständig zu machen, dann ist immer in allem die Chance zu sehen. Ja? Und ich habe in den letzten Jahren viel gelernt über Online-Marketing und mir ist auch bewusst, dass die Digitalisierung, die Online-Welt eben auch eine wichtige Rolle spielt. Und es ist wirklich verrückt, in 2020 auf die Idee zu kommen, ein Atelier zu mieten. Also sich einerseits in die Selbstständigkeit als Künstlerin zu werfen und dann auch noch diesen Mut zu haben, zu sagen, ich miete jetzt ein Atelier. Und das Ganze hatte den Hintergrund, dass ich gemerkt habe, dass bei mir zu Hause einfach der Platz fehlt und der Raum. Ich hatte schon eine kreative Blockade entwickelt und ich habe einfach gemerkt, ich habe keinen Platz mehr, um große Leinwandbilder zu malen, um meine ganzen Materialien zu lagern. Und da hatte ich intuitiv im Gefühl, okay, der Moment ist gekommen, dass ich mir einen Raum suche. Und der kam dann auch im November. Wir hatten uns Ende Oktober Ateliers angeschaut hier in Leipzig und sind dann auf die alte Likörfabrik aufmerksam geworden. Und in diesem Prozess, mich dort einzugewöhnen, dort an meinen Projekten zu arbeiten, in dem stecke ich aktuell. Also es ist jetzt Mitte, Ende Dezember, wir stehen kurz vor Weihnachten und ich verbringe sehr viel Zeit in meinem Atelier, arbeite dort an ersten Projekten. Und der Gedanke mit diesem Atelier war vor allem, dass ich dort Malkurse geben kann, dass ich dort große Werke malen kann, Entstehungsprozesse filmen kann. Und wir möchten auch im nächsten Jahr, sofern es wieder möglich ist, auch Künstlertreffen organisieren, Events veranstalten, um kunstbegeisterte Menschen zusammenzuführen. Sicherlich habe ich jetzt einiges vergessen, was ich euch gerne erzählt hätte. In 2020 ist einfach so unfassbar viel passiert und ich bin selbst noch dabei, das alles für mich zu reflektieren. Auf jeden Fall bin ich persönlich super glücklich mit der Entscheidung, mich als Künstlerin selbstständig zu machen. Die Entscheidung war von Anfang an intuitiv und ich habe nie daran gezweifelt. Ich weiß schon seit Jahren, dass das mein Weg ist, Künstlerin zu sein, Kunst zu machen, Kunst mit der Welt zu teilen. Und mittlerweile weiß ich auch immer mehr, dass es meine Aufgabe ist, andere Menschen zu inspirieren und zu zeigen, dass man diesen kreativen Lebensweg gehen kann. Deswegen mache ich auch diese YouTube-Videos und teile meine ganzen Erfahrungen mit euch. Und ich versuche, so ehrlich und wahrhaftig auch alles rüberzubringen, denn es ist ein schmaler Grat zwischen einerseits zu zeigen, dass es einem gut geht, dass man Erfolg hat mit den Dingen, die man tut, aber auch gleichzeitig auch wirklich ehrlich zu sein über die Herausforderungen, über die Ängste, die man hat, über die Sorgen, gerade wenn es darum geht, wirklich von der Kunst zu leben. Ich persönlich hatte nicht die Erwartung an 2020, dass ich nach einem Jahr komplett von meiner Kunst leben kann, denn das kann ich aktuell noch nicht. Aber ich bin super stolz und zuversichtlich, dass ich mir in 2020 extrem viel aufgebaut habe. Also ich habe wirklich das Fundament
um in 2021 von meiner Kunst zu leben. Ich habe mir meinen eigenen Online-Shop aufgebaut, bin da nicht mehr angewiesen auf eine Plattform, sondern nehme das wirklich selbst in die Hand. Ich habe an den ersten Aufträgen gearbeitet, habe Anfang 2020 auch Malkurse gegeben, die ich dann, sofern es möglich ist, auch in 2021 fortsetzen möchte. Ich möchte auch auf Märkte gehen, meine Kunst noch mehr unter die Leute bringen. Und dann werde ich auch weiterhin mehr Online-Malkurse machen. Ich glaube, wenn uns 2020 etwas gelehrt hat, dann ist es, zurückzukommen zu uns selbst. Die Dinge zu tun, die uns wirklich am Herzen liegen. Und auch auf großen Konsum zu verzichten. Zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, wenn wir das tun, was wir lieben. So hart 2020 auch war oder immer noch ist, aber ich glaube, es gibt auch die Chance, Dinge zu ändern und Dinge nicht rückgängig zu machen, aber sich jetzt in diesem Moment einfach für einen neuen Weg zu entscheiden und sich dafür zu entscheiden, das zu tun, was man wirklich liebt und vielleicht auch auf das große Geld verzichtet. Denn letzten Endes, wir wissen nicht, was mit unserem Geld passiert, was das Einzige, was wir am Ende des Tages wirklich haben, es ist unser Lebensglück, ja. Wie haben wir den Tag verbracht? Waren wir glücklich heute? Haben wir das getan, was wir geliebt haben? Denn es bringt nichts, einem großen Ziel hinterher zu rennen, Prestige zu haben für irgendwas, was uns gar nichts bedeutet. Denn jetzt ist der Moment, das zu tun, wofür wir hier sind. Und mit dieser Intention möchte ich auch in das neue Jahr starten, in 2021, mich jeden Tag zu fragen, wofür ich hier bin, was meine Aufgabe ist und danach zu leben und die Dinge anzupacken. In diesem Sinne wünsche ich dir frohe Weihnachten, wunderschöne, besinnliche, ruhige Weihnachtstage, alles erdenklich, gute für das nächste Jahr, für die Weihnachtszeit. Bleibt gesund, bleibt lebensfroh und folgt eurem Herzen und eurer Kreativität. In diesem Sinne, macht's gut, frohe Weihnachten.